weil ich nicht weiß, wie das mit der doppelten Religionszugehörigkeit, ob das überhaupt funktioniert. Ich hätte die Frage an Pfarrer Apelt hinterlassen, der ist aber jetzt gegangen. Was ich weiß, ist, dass die doppelte Staatsangehörigkeit geht. Für die setze ich mich auch ein. Bei der doppelten Religionszugehörigkeit, gucken wir mal. Dies sozusagen vor der Klammer. Ich bringe Ihnen und euch die besten Neujahrswünsche. Ich wünsche ein ganz schönes, glückliches, friedliches neues Jahr allen Jesidinnen und Jesiden in der Region Mittelhessen und darüber hinaus. Und ich bringe die Glückwünsche der SPD-Landtagsfraktion und der hessischen SPD. Und ab jetzt spreche ich auch für den Bürgermeister der Stadt Lolla. Jetzt folgt sozusagen der nicht parteigebundene Teil für Dr. Bernd Wiczorek, der mich gebeten hat, ein paar Worte in seinem Namen noch mitzusagen. Ich hoffe inständig, dass dieses Jahr für die Menschen im Nahen Osten, in Kurdistan, im Irak und vor allen Dingen gegenwärtig in Syrien Frieden bringen möge. Dass das Abgleiten Syriens in die Anarchie und das sich gegenseitig Abschlachten von Menschen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Überzeugung, wenn ich denn der Meinung wäre, dass religiöse Überzeugungen in diesem Zusammenhang noch eine große Rolle spielen würden. Ich kann das nicht wirklich mehr erkennen, weil ich nicht glaube, dass Menschen, die irgendeine religiöse Überzeugung haben, zu solchen Taten fähig wären. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Jedenfalls hoffe ich und ich denke Sie alle inständig, dass dieses neue Jahr etwas mehr Frieden für eine Region bringen möge, die von Krieg und Gewalt nur viel zu sehr und viel zu viel abbekommen hat. Johann Wolfgang Goethe hat im Faust mal eine Haltung von deutschen Spießbürgern dargelegt, die geht folgendermaßen, nicht schön, das weiß ich mir an solchen Feiertagen, als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Ich glaube nicht, dass das eine Haltung ist, die wir in Deutschland zu den Problemen in der Türkei und in den Ländern der Region einnehmen können, und zwar aus vielerlei Gründen. Wir wissen, dass die Menschen, die dort leiden, in Kurdistan, im Irak und in Syrien, in vielen Fällen die Verwandten und die Angehörigen unserer Nachbarn sind. Nämlich eben zum Beispiel ihre Angehörigen, ihre Familienmitglieder. Und dass deswegen uns diese Angelegenheit auch auf diese Art und Weise betrifft, auf eine Art und Weise, wie wir sie vor 30, 40, 50 Jahren nicht gekannt haben. Weil eben jetzt mittlerweile seit vielen Jahren Menschen aus diesen Ländern, aus diesen Religionszugehörigkeiten hier als unsere Mitbürger leben. Und zweitens müssen wir darauf vorbereitet sein, auch Flüchtlinge weiterhin aus dieser Region aufzunehmen. So wie wir das in diesem Land in der Vergangenheit getan haben, insbesondere in dieser Region Mittelhessen. Und ich bin stolz, in einer Stadt zu leben, in der Stadt Gießen, die eine Tradition hat, in dem menschlichen Miteinander und in der Fürsorge auch für Flüchtlinge. Ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Und ich weiß, dass wir dabei auch auf Ihre Mithilfe und Ihre Mitorganisation zählen können. Wir setzen Hoffnung darauf, dass die internationale Staatengemeinschaft doch noch einen Weg findet, in Syrien zu intervenieren und dem Morden dort ein Ende zu setzen. Wir hoffen, dass die Gespräche zwischen der türkischen Regierung und Vertretern des kurdischen Bevölkerungsteils dazu führen, dass Frieden in Kurdistan herrscht und dass davon eben auch die Aramäer, die Armenier und die Jesiden in der Osttürkei profitieren werden. Und wie gesagt, wir hoffen, dass da durch all dies ein wenig mehr Frieden in der Region einkehrt. Wir wollen hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, in der Region Mittelhessen weiterhin alles dafür tun, dass Menschen aller Religionsangehörigkeiten, aller ethnischen Zugehörigkeit friedlich miteinander leben können, dass sie hier ihre Familien gründen und aufziehen können, dass sie die Bildung, den Weg einschlagen können, den sie für sich richtig halten, dass es dabei gerecht zugeht für alle. Das ist das, was Nevav Çelik vorhin im Grunde angesprochen hat. Daran wollen wir arbeiten. Und vor allen Dingen, und das sage ich auch, glaube ich, im Namen von Dr. Wiczorek ganz besonders, wollen wir allen Ansätzen und jedem Versuch aus Neonazi- oder aus Altnazi-Kreisen, das friedliche Zusammenleben in dieser Stadt und in der gesamten Region Mittelhessen zu gefährden, jedem Versuch und jedem Einzelnen gegenübertreten, der versucht, mit den Mitteln des Hasses und mit den Botschaften des Hasses
uns zu spalten, uns auseinanderzubringen. Jeder, der dieses versucht, soll und wird unseren entschiedenen Widerstand treffen. Und deswegen bin ich froh, dass sich die Menschen in der Region und im Lundatal organisiert haben und zusammengefunden haben, um ein Zeichen zu setzen, dass wir dieses nicht dulden werden. Seien Sie dessen versichert, dass wir dieses nicht dulden werden. Und auch in diesem Sinne hoffe ich für uns alle auf ein gutes und fröhliches und friedliches Jahr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Gripsi. Als letztes darf ich auch einen weiteren Freund der Gemeinde nach vorne bitten. Seit geraumer Zeit, muss man dazu sagen, lieber Dr. Nöske. Ja, lieber Herr Schelig, lieber Herr von Ottersch, liebe Freunde, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, also jetzt geht's, ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Sie haben mich erinnert an das Tanzen das letzte Mal. Ich habe zwar weniger Muskelkater gehabt, aber es war mir trotzdem peinlich, dass ich immer aus dem Takt gekommen bin. Und die Kinder haben es ja wunderbar vorgemacht und ich habe gedacht, diesmal probiere ich es nicht. Ja, in der Zeit seither habe ich weiterhin Kontakt mit Ihnen gehabt, mit einzelnen von Ihnen. Zum Beispiel war es für mich eindrucksvoll, den Sohn von mir, Tahsin Beg, hier kennenzulernen und andere Politiker aus Nordkurdistan. Und mir tut es leid, jetzt von dem Unfall zu hören. Und ich hoffe, dass er sich bald wieder, dass er bald wieder gesund ist. Bedeutsam scheint mir auch die zu sein, was die christlich-jesidische Gesellschaft geleistet hat. Der Vortrag von Professor Tagay heute war damals eines der Themen, was wir über zwei Tage besprochen haben. Das begann mit religiösen Fragen, wie kann die mündliche Tradition verschriftlicht werden, bis zu der Frage, wie geht es denn eigentlich heute, wenn hier Menschen zwischen der kurdischen und der deutschen Sprache leben, zwischen traditionellem Familienbild und dem, was in Deutschland üblich ist. Das ist eine schwierige Arbeit für die Älteren und auch für die Kinder. Und ich kann nur, wie das letzte Mal vor zwei Jahren, appellieren, nutzen Sie die Gelegenheit, dass Ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, dass die Akademiker, von denen ich jetzt allen hier gehört habe und viele von Ihnen kenne ich bereits, dass Akademiker nicht alleine bleiben, sondern dass die vielen fröhlichen Kinder, die hier rumlaufen und die wir auch alle gut hören können, dass alle diese fröhlichen kleinen Kinder einmal ihren Weg gehen mit einer guten Ausbildung und dass sie hier in diesem Land, das ihre Heimat geworden ist, auch dann einen glücklichen Weg für sich, ihre Familie und letztlich für die jesidische Gemeinde insgesamt gehen können. Die Jahrhunderte der Verfolgung der Jesiden sind uns bekannt und sie sind uns hier in diesem Land willkommen, wenn sie jetzt hier Schutz ursprünglich mal gesucht haben und jetzt dieses Land als ihre Heimat angenommen haben. Und ich denke, es ist eine gegenseitige Bereicherung, auch wenn wir erfahren von ihrer Kultur und ihrer Religion und wir aber auch darstellen können, was es eben bedeutet, die Jahrhunderte unserer Kultur, die zur individuellen Freiheit geführt haben und zur Selbstverwirklichung. Das hat Professor Tagay hier dargestellt. Das ist das ist ein wichtiges Thema für Sie und für uns, für eine Mehrheitsgesellschaft im Kontakt mit Minderheiten. Wir, soweit wir Politiker sind und soweit es eine politische Frage ist, wollen Sie gerne begleiten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, ohne das alles zu wiederholen, was Gerhard Merz gesagt hat, dies, was er zur Außenpolitik gesagt hat, zur Verfolgung im Nahen Osten, will ich nicht wiederholen. Es ist mir vertraut, durch auch meine enge Gemeinschaft mit Aramäern, weiß ich, wie die Verfolgung und die Flüchtlingsströme im Augenblick laufen. Dies sei auch von mir mit und betont und unterstützt. Ich wünsche Ihnen namens der CDU hier vor Ort, namens des Bundestagsabgeordneten Helge Braun, des Landtagskandidaten Klaus-Peter Möller, alles Gute in dem neuen Jahr, Ihnen persönlich, Ihren Familien und den Jesiden hier in Deutschland und in aller Welt. Alles Gute.
Entschuldigung, ich habe etwas vergessen, weil es so ungewohnt war und es ist eine große Ehre. Die Landrätin ist bekanntlich kein CDU-Mitglied, aber sie hat mich gebeten, weil ich auch Mitglied des Kreistags bin, in ihrem Namen auch ihre herzlichen Grüße und ihre besten Wünsche zum neuen Jahr mitzuteilen. Sie hätte es sicherlich gerne selber getan, aber musste zu einem anderen Termin. Also auch die besten Wünsche von Landrätin Schneider. Vielen Dank, Herr Minister.